1, 2, 3, 4! Ich möchte auch noch eine Zahl durchgeben. Gorleben hat die größte Demonstration seit 33 Jahren. Hier vor uns stehen 50.000 Menschen. Angela Merkel! Schaut euch ruhig mal um. Schaut euch ruhig mal um, ihr Regierenden in Berlin. Seid ihr sicher? Seid ihr sicher, dass ihr euch mit uns anlegen wollt? Und seid ihr sicher, dass ihr nicht lieber abschalten wollt? Nee? Dann haltet euch mal fest! Mich bestärkt das letztendlich ja wieder. Kommt fast die Tränen. Macht richtig Spaß, so viele Leute hier zu sehen, die alle so denken letztendlich ja wie wir hier im Wendland auch. Und freut mich riesig. Ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Leute hier gekommen sind und ich bin gespannt jetzt auf die Kundgebung, auf die ganzen Leute gemeinsam hier zu protestieren und ich hoffe, dass es auch ein paar mehr Leute werden. Jetzt vor Weihnachten wird ja noch ein Castortransport nach Lubmin ins Zwischenlager laufen. Ich komme ja aus Greifswald und da ist die Atomkraft der Anti-Atom-Bewegung leider nicht so historisch groß gewachsen, sodass wir uns natürlich freuen würden, wenn dort auch so viele Leute mit uns gemeinsam vor Weihnachten demonstrieren würden. Ja, wir kommen mit neuen Landmaschinen aus Göttingen bzw. dem Eichsfeld, sind 2 Tage gereist über Braunschweig, Schacht Konrad. Ich kämpfe für die Zukunft der nächsten Generation gegen Atomkraft und ich war schon 79 auf dem ersten Trek nach Hannover dabei. Tanz deine Revolution! Transport of castor flasks containing highly radioactive waste may not be illegal. Es ist rechtswidrig, es ist unmoralisch, es ist unklug und gefährlich. Wir stellen uns quer. Trecker auf die Straße gefahren, um hier dabei zu sein. Wohlgemerkt, wir haben nur 600 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis. Unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder so mit Füßen tretet, dann könnt ihr nicht erwarten, dass wir uns an diese irren Gesetze halten. Dann machen wir die Straßen dicht, dann machen wir die Schienen dicht und dann machen wir das ganze Wendland dicht, damit ihr mit eurem Transport hier nicht durchkommt und damit ihr endlich versteht, hört auf mit diesem Wahnsinn! Schaltet die AKWs jetzt endlich ab!